Also Ferienplanen ist so 2019 eingetragen. Ja. Noch einmal willkommen bei uns. Vielen Dank. Zum Wohl. Wrestling. Also der Fokus hat sich viel mehr dort an verschoben, dass man halt Self-Services für die Entwickler auch. OpenShift ist ja eine Container-Plattform rund um Kubernetes herum. Dass es eine Cloud ist, die halt nicht nur auf einem Hyperscaler läuft, sondern auf allen Hyperscalern, und zwar überall drin. Herzlich willkommen bei unseren Open Talks von Adfinis. Das erste Gefäß, wo wir so ein bisschen darüber reden, über neue Themen, Technologien. Mein Name ist Michael Moser, bin verantwortlich für die ganzen kommerziellen Aktivitäten von der Adfinis rund um Sales, Marketing und natürlich Partner. Herzlich willkommen, Kevin Lampani. Merci, dass ihr da seid. Vielleicht kannst du kurz ein bisschen etwas erzählen, was du machst bei der Red Hat als Solution Architekt, wie lange du da bist. Genau, gerne. Also eben als Solution Architekt bei der Red Hat bin ich seit 2019. Ich habe dort zwei Rollen in, und zwar einerseits bin ich Account Solution Architekt für ein paar spezifische Accounts und auf der anderen Seite bin ich auch Channel Solution Architekt. Das heisst, ich bin im Prinzip die technische Schnittstelle zwischen unseren Partnern und unserer Vertriebseinheit, die wir in Zürich haben. Bier oder Wein? Ich hoffe Bier. Bier ist gut, ja. Hast du schon eins auswählen, das dir gelust hat? Unter anderem habe ich mir sagen lassen, dass das Bier ganz links eins aus Bern ist. Und genau, wenn man schon mal da ist, aus Zürich, dann gebe ich dir doch das mal kurz raus. Dann kannst du einschenken. Und ich bin der erste IPA-Typ von dort her. Vielen Dank. Kann ich da schon ins nächste reingehen? Nehme ich noch da das Sitting Bulldog, wenn wir schon am Hocken sind. Gut, ein paar andere Warm-up-Fragen, wenn wir das schon am Einschenken sind. Nike oder Puma? Puma. Mir gefällt das Logo besser. Auto oder Zug? Zug, definitiv. Remote oder On-Site? Zwungenermassen sehr, sehr viel Remote. Noch einmal willkommen bei uns. Vielen Dank. Zum Wohl. Röstli. Ja, wir reden heute über OpenShift Plus, also Advanced Cluster Security Themen rund um das Portfolio, das dich sicher sehr stark beschäftigt. Wenn wir ein bisschen auf die Geschichte denken, schauen, woher das OpenShift kommt, oder OpenShift 3, ist ja die erste Version mit Kubernetes. Was hat sich dort so vor allem ergeben? Ja, also vorher haben wir ja ein OpenShift gehabt, das auf Gears basiert hat. Das war ein völlig anderer Technologie-Stack. Und OpenShift 3 war ja dann das erste OpenShift, wo Kubernetes quasi als Kern drin hatte, weil halt Google das zusammen auch in einer Community mit Red Hat zusammen geopensourced hat. Und entsprechend haben wir dann auch sehr früh angefangen, dort Commits zu machen, also unsere Entwickler darauf anzusetzen, dort in dieser Community mitzuschaffen im Kubernetes-Projekt und dann eine Enterprise-Lösung daraus zu machen. Genau, so also im 2016 bin ich dann am Red Hat Summit, das war so die grosse Ankündigung, die eben mit ganzen DevOps und Steigerung der Produktivität. Es hat die Red Hat selber ein bisschen durchgeschüttelt, weil es aus dem Bestand des Business, sage ich mal, man hat nicht mehr einfach ein Linux verkauft, sondern ja, man hat eine Applikationswelt dargestellt, wo das Linux in dem Sinn sekundär ist worden. Wie hat sich das so ein bisschen im Business, so in den historischen oder in den letzten 5-6 Jahren entwickelt? Ja, also REL. Also das Red Hat Enterprise Linux ist halt ist nach wie vor die Basis von all unseren Produkten, unter anderem im OpenShift. Aber wie du gesagt hast, also wir haben natürlich auch vorher schon in der Applikationswelt gelebt, indem dass wir ja unsere Java, also JBoss-Sparte quasi und unsere Middleware und Runtimes am Markt haben und auch in unserem Portfolio. Also der Fokus hat sich viel mehr dort an verschoben, dass man halt Self-Services für die Entwickler auch zur Verfügung stellen. Weil letzten Endes ist das eine von der, wie soll ich sagen, von der wertvollsten Ressourcen, die man hat. Und das ist die Zeit, also die Effizienz von den Leuten, die in diesem Bereich arbeiten.
wenn man die kann steigern kann, dann hat man extrem viel rausgeholt. Und entsprechend müssen wir uns dann halt auch in die Richtung bewegen, dass wir nicht nur Technologie anstellen, wo man das nachher das Ganze kann betreiben kann, sondern vor allem auch die ganzen Tools und Prozesse auch schon konsumierbar machen, damit man nachher wirklich auch effizient auf dem Ganzen kann drauf arbeiten kann. Ja. Jetzt ist OpenShift 4 seit ca. 3 Jahren eigentlich auf dem Markt. Was hat sich vor allem vom 3 auf die 4 verändert? Also der grosse Paradigmenwechsel vom OpenShift 3 auf das 4 ist die unterliegende Automatisierung mit dem Immutable Core OS gewesen. Also dass man einfach ein Linux drunter hat, wo man selber eigentlich nicht mehr anlangen muss, sondern das OpenShift oben drüber kümmert sich eigentlich darum, dass die Nodes im Verbund jeweils geupdatet werden mit einem kompletten Image, also so wie man es sich vom Handy gewohnt ist. Es gibt nicht irgendwie einzelne Patches, die eingespielt werden, genau, ja, sondern es wird ein komplett neues Image eingestellt und das wird dann aufgefahren. HyperShift, das wird eine Architektur sein, wo es ermöglicht, OpenShift-Cluster am Laufen zu haben, die selber keinen Control Plane mehr haben. Das heisst, man hat dann eine zentrale Control Plane, wo x verschiedene OpenShift Cluster ohne Control Plane können vertreiben. Gibt es so bestimmte Use Case oder Customer Case, wo in die Richtung, wo man sagt, so, das ist genau für diesen Case designed oder? Ja, also eins ist halt, dass man jedes Mal, wenn man einen Control Plane hat, dann braucht man auch entsprechend die Infrastruktur für die ganzen Master Nodes aufzuziehen. Ja. Wo dann das managt, wo dann die Control Plane drauf läuft und gewisse Services einfach nur, um den Cluster am Leben zu behalten quasi und nicht einfach nur für den Clusterbetrieb an und für sich. Und wenn man dann mehrere Cluster aufziehen will, also nur schon irgendwie, um die einzelnen Projekte besser abzugrenzen, um verschiedene Versionen erfahren zu können etc., dann hat das halt immer dazu geführt, dass man verschiedene Control Planes mit hat müssen aufziehen, die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung stellen. Und das kann man sich damit halt sparen. Das heisst, die einzelnen man kann dann auf einem physischen System, zum Beispiel auf einem verbundenen System, kann man einfach viel mehr komplett unabhängige Cluster laufen lassen und braucht die entsprechenden Ressourcen nicht mehr. Wenn wir so ein bisschen auf die Hyperscaler anschauen, die da im Markt unterwegs sind, und der OpenShift-Story auch irgendwo mitschwingt. Wir haben ja in vielen verschiedenen Kundengesprächen eigentlich so die Thematik, ja, für was braucht man noch so OpenShift? Weil ein Azure gibt ein AKS, ein AWS hat ein EKS und so weiter. Oder? Und wir haben auch immer die Erklärung, sagen wir mal, Situation, für was der nächste Schritt ist. Und wir bringen das natürlich mit, aber natürlich die Red Hat-Story dazu, insbesondere auch mit der IBM Cloud, die dort noch ein bisschen mitschwingt, ganz peripher. Das ist natürlich eine interessante Frage. OpenShift ist ja eine Container-Plattform rund um Kubernetes herum. Und das kann man sich natürlich auf den Clouds auch selber zusammenzimmern, indem dass man so einen KS-Service nimmt, AKS, EKS, was auch immer, und sich dann anfängt, Plattform zusammenzubauen mit all den Services, die es ja auch rundherum gibt. Das Problem, das sich mit dem ergibt, ist, wenn man dann eben, und das ist ja eigentlich das, was wir wollen, als Red Hat auch bieten, wenn man wirklich über die Open Hybrid Cloud redet. Also, dass es eine Cloud ist, die halt nicht nur auf einem Hyperscaler läuft, sondern auf allen Hyperscalern, und zwar überall gleich. Und auch On-Premises. Und On-Premises mag dann eben auch irgendwo in einem Edge-Case der Fall sein. Also wenn ich eine Applikation gegen ein OpenShift also entwickle und auf ein OpenShift deployen kann, dann kann ich es überall deployen. So ein bisschen in Bezug auf eben gerade auf den, wo wir sehen, oder das Hyperscaler-Thema rund um IoT-Themen, rund um Edge-Computing, ist dort so ein peripher, wo man spezifisch jetzt mit dem Produkt her abzielt. Und der HyperShift eben ist sicher mal so ein Enabler, so wie ich es verstehe, oder? Dass man eben das Scaling kann haben. Gibt es dort spezifische Kundenprojekte, wo wirklich in Masse IoT-Themen abbilden. Und man sagt, so, da sind wir jetzt in Hunderttausenden von Devices oder sogar in Millionen von Devices unterwegs.
Ja, das gibt's. Und für das haben wir eine Sparte innerhalb von der Red Hat, wo sich sehr, sehr fokussiert auf genau das Thema stürzt, und das sind Telcos. Also die ganzen Telekommunikationsfirmen, gerade die haben natürlich immer mehr auch, ich sage jetzt mal, Hunger an Daten, wo sie quasi, also, beziehungsweise eigentlich Kunden haben den Datenhunger, aber sie müssen die ganzen Daten managen. Also das sind jetzt mal sicher die, die es am schnellsten vorantreiben, die Telcos. Aber wir sehen da immer mehr, dass das, ich sage jetzt mal, in vielleicht langsamer operierende Unternehmen, also die sich langsamer vorwärts bewegen in ihren Technologie-Cycles, dass auch die immer mehr solche Cases haben. Wie schenkt dein Bier? Sehr gut. Ja, es ist kein Können. IPA zum Glück, sondern ein malzaromatisches Bernstein. Also es ist genau so ein Amber. Das finde ich super, ich sehr gerne. Ein bisschen zu der Akquisition, oder wenn wir rund um ACS, also Advanced Cluster Security, ich glaube, das Thema im Markt ist das mal als OpenShift Plus definiert oder announced worden. Gut vor einem Jahr, ich glaube, letzten Februar 2021 ist eine StackRox-Akquisition announced worden. Was hat das für einen Einfluss auf die Produktentwicklung, beziehungsweise was für Funktionen oder sag mal, ja, Challenges, wo man hat am Markt, wo man mit dem können beantworten? Das Advanced Cluster Security, das ist ein Teil, also man kann es separat haben, aber es ist ein Teil von unserem Bundle, wo wir OpenShift Plus nennen. Und OpenShift Plus beinhaltet eigentlich all das, was es braucht, um mehrere Cluster einheitlich können zu managen. Also die OpenShift Container Plattform selber ist halt alles, was es auf einem Cluster quasi benötigt, um dort damit zu arbeiten. Und wenn man dann mit der Zeit halt eben nicht nur noch irgendwie 10 Cluster am Laufen hat, sondern irgendwann mal 20 und 50 und 100, dann lässt sich das, genau wie bei einer Flotte von Linux-Systemen, wenn es in diese Zahlen hineingeht, dann lässt sich das nachher schwierig managen, manuell. Sondern man braucht dann halt Tools, die einem die Möglichkeit geben, so eine grosse Flottenmanagement zu betreiben, in verschiedenen Themengebieten hinein. Und das ist eigentlich alles, was wir unter dem OpenShift Plus Bundle drin haben. Ein Kunde, der seine OpenShift-Plattform heute in dem Sinn subskriptioniert hat, von Red Hat, wenn er jetzt noch OpenShift Plus geht, dann tut er seine ganze Landschaft sozusagen aufmunitionieren oder einfach abzählen? Oder hat er spezifische Teile, die er in diesem Rahmen kann? Das kann man von Kunde zu Kunde anschauen, aber im Prinzip ist es von der Subscription her auch einfach ein Plus, wo man da ein bisschen oben drauf kommt für alles, was man mit den OpenShift Plus Tools managen will. Ich glaube, wir werden noch ein paar Jahre immer noch unsere RHELs in klassischen Silos haben, wo irgendwo gemanagt müssen werden und betrieben werden. Klar ist, in diesem Umfeld natürlich gibt es einen riesen Druck, oder? Drucken Business Case, wo richtig Hyperscale und neue Offerings. Und ich glaube, das ist so ein Thema, das gross abgebildet wird innerhalb von so Marketingaktivitäten. Ja. Gut, so vom technischen Rundumschlag. Merci für deinen Einblick, den du da gehabt hast. Vielleicht noch ein bisschen zum Schluss. Hast du irgendein Corona-Projekt gehabt? Ja, ich bin Zügelt. Das ist mein Corona-Projekt gewesen. Aber IKEA-Möbel zusammenbauen und so. Ich habe eins in petto, und das ist, das wollte ich tatsächlich auch mit Red Hat-Technologie, also eigentlich an ein OpenShift irgendwo in der Cloud anbinden. Das ist ein remote-gesteuertes Bettmobil, das alle Schnittstellen hat, damit man es wirklich auch als IoT-Gerät kann von außen steuern. Ja. Es hat eine Kamera, es hat alle möglichen Sensoren drin. Ich weiss noch nicht genau, was ich damit machen will. Es hat einen Luftdrucksensor, also es wird und einen Luftfeuchtigkeitssensor. Wahrscheinlich wird es der teuerste Feuchtigkeitsmesser, den je jemand entwickelt hat. Ich glaube, so kann er nicht. Nein, ich glaube nicht. Aber Kaffee rauslassen. Einen hintragen. Ja. Nee, gut, schön, dass du da bist, und merci für den Einblick und
die Informationen, die du da hast, mitbringen und ich hoffe, das Bier gemundet. Wir können da noch ein paar auftun. Dani hat da für uns vorgesorgt. Vielleicht bis gleich mal wieder bei den Adfinis Open Talks. Gerne, danke, dass ihr da seid. Merci.